Wenn man Freeriden geht oder abseits der Piste fährt, ist eines für die wichtigen Sachen einmal, dass man sich ein bisschen auskennt im Gelände. Eine zweite Sache ist natürlich auch, dass man eine Notfallausrüstung dabei hat. Ohne der sollte man sich eigentlich nicht im freien Gelände bewegen. Das sollte gleichbedeutend sein, wenn ich in ein Auto einsteige, einen Sicherheitsgurt umschnalle. Genauso gehört die Notfallausrüstung zur Ausrüstung, wenn man abseits der Piste unterwegs ist. Abseits der Piste ist dann sehr, sehr viel Eigenverantwortung dann auch. Das heißt, ich habe da keine Garantie mehr, dass das alles organisiert ist. Ich muss mich selber vorbereiten. Beginnen tut das Ganze, also die Information, Lawinenlagebericht ist auch eine ganz wichtige Sache. Die ist jeden Tag abrufbar oder auch im Radio und Internet und überall abfragbar. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite natürlich, die Notfallausrüstung sollte dabei sein. Das Wetter spielt mit und natürlich auch ganz wichtig, auch, dass ich weiß, in welchem Gelände und an welchem Gebiet ich mich befinde. Da. Niemals sollte man alleine in so einem Gelände reinfahren. Es muss nicht unbedingt eine Lawine sein, es genügt schon eine Verletzung und ich komme in große Schwierigkeiten. Und natürlich auch aufpassen muss man, wenn man Spuren sieht, es verleitet oft, dass man gleich daneben die nächste Spur zieht. Eine Spur ist noch lange keine Sicherheit. Die Notfallausrüstung, die wichtigsten Sachen, ist einmal, dass ich einen Rucksack mit habe. Darin soll sich befinden eine Schaufel, eine Sonde. Ohne den tue ich mich schwer, wenn etwas passiert. Und natürlich das LVS-Gerät. Ein LVS-Gerät ist ein Gerät, das senden und empfangen kann. Es sendet Wellen aus. Und wenn noch einer oder mein Kollege dabei ist, der das Gerät auch mit hat, kann umschalten auf Empfang. Und dann könnte er mich jederzeit sofort orten. Wenn ich das LVS-Gerät nicht dabei habe, dann ist natürlich das ganze Suchen oder die ganze Rettung schwieriger. Es dauert viel, viel länger. Ich brauche viele, viele Leute und es geht dann natürlich nur mal über das Sondieren und das braucht Zeit und wir wissen, in einer Lawine ist Zeit, ist Leben. Einmal ist ein bisschen das fahrerische Können, das auch Voraussetzung ist, dass ich mich sicher in dem Gelände bewege. Und das nächste wäre einfach, dass ich eine Ausbildung oder einen Kurs besuche, wo ich die Grundkenntnisse lerne und die mir dann natürlich große Hilfe sind, wenn ich da unterwegs bin. Ja, es ist in letzter Zeit vermehrt, dass die Leute abseits der Piste fahren. Es ist einmal auch durch die Industrie, die breiteren Ski auch macht, da ist das Ganze ein bisschen leichter und wenn man sich ein bisschen auskennt, ein bisschen die Gefahren beachtet, kann man wirklich ein tolles, tolles Erlebnis haben abseits der Piste. Ich glaube, wenn man so einen schönen Tiefschnee hat, wie wir jetzt heuer haben, viel schöneres Erlebnis kann man eigentlich nicht haben dann. Sölden TV. Hier bist du der Star.